filmen gerade, weil wir eigentlich mal so ein cooles Reel drehen wollten von unserem Workout. Und wir haben hier 80 verschiedene Positionen, aber mal gucken. Wir haben jetzt, was haben wir gemacht am Anfang? Wir waren 15 Minuten, hat jeder sich warm gemacht. Dann haben wir zwei Full-Body-Cardio-Workouts gemacht. Zwei noch so Bauch-Pilates und dann machen wir am Ende noch zum Abschließen was Anstrengendes. Ja, ich meine anstrengend rennen. Also wir sind jetzt fertig mit dem Workout und jetzt gehen wir nochmal aufs Laufband. Yay! Ich würde auch mal sagen, das ist jetzt für mich nicht meine normale Gym-Routine. Also sonst gehe ich eher so an die schweren Gewichte, aber auch mal nice, so es abzuswitchen und bei anderen so die Workout-Routine zu sehen und so mitzumachen, weil es dann doch ziemlich oft langweilig wird, auch alleine. Und wieder hart zu sein. Routine für sein Standardprogramm, was er macht. Ja, und sehr auch ein gutes Abschluss. Wir sind jetzt fertig im Gym. Ich snack gerade ein paar Dinkelwaffeln und wir gehen jetzt los. Mein Akku blinkt. Ich hole mir jetzt Frühstück und dann geht's in die Uni. Also ich bin jetzt an der Uni und mache jetzt hier in der Küche kurz ein Frühstück, weil ich jetzt, wie gesagt, keine Zeit mehr hatte, um nach Hause zu gehen. Und wir haben Joghurt gekauft und so, dann passt das. Jetzt Burritos geholt. Wirklich sehr lecker. Und wir gehen jetzt zu einer Besichtigung für ein Event, also für unsere Event-Location für die Uni. Und dann haben wir hoffentlich keine Uni danach. Aber das ist wirklich lecker. Von Dolores in Mitte. Good morning. Heute ist jetzt der zweite Tag von diesem What I Eat in a Day Fitness Video. Und ich dachte, ich mache einfach zwei Tage, weil sonst ist das Video echt ein bisschen kurz. Es ist Samstag und jetzt ist es gerade kurz vor 11. Ich bin um 9 aufgestanden und habe ein bisschen mein Video geschnitten. Und jetzt gehe ich gleich ins Gym und davor habe ich mir noch einen Porridge gemacht, weil ich noch ein bisschen was essen will, wenn ich trainiere. Vor allem, weil ich heute, sorry, ich muss eine Mitzwanze in meinem Haus und so stimmen. Vor allem, weil ich heute Beine trainiere, brauche ich ein bisschen Energy. Deswegen habe ich mir jetzt einen Porridge gemacht mit Birne, Banane,
Mandelmus und Proteinpulver. Und ja, den esse ich jetzt und dann wird es drin. Und dazu gibt es natürlich einen Kaffee. Ich bin eigentlich gar nicht so der Porridge-Fan. Aber ich hatte jetzt gerade nichts anderes da und es does the job. Ich bin jetzt auf dem Weg und für mich geht es jetzt ins Gym ein bisschen später als gedacht. Hat sich ein paar kleine Pläne geändert. Es ist jetzt 12.18 Uhr. Und ja. Ich bin jetzt wieder zurück aus dem Gym. Ich habe eigentlich ein gutes Beintraining gehabt, aber es war ein bisschen kurz, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Und jetzt war ich noch kurz bei Rewe und DM. Und jetzt mache ich einen Grünkohlsalat mit Bratlingen. Genau, ich habe also gerade bei Rewe so einen Packen Grünkohl gekauft. Und bei DM noch diese Gemüsebratlinge. Und jetzt mache ich noch so, in den Salat kommen noch so weiße Bohnen, Zitronen, Tahini-Dressing und ein paar Tomaten oder so. Okay, Lilly, wo sind wir? Sag's uns. Und was gibt's hier? 100% plant-based Coffee. Wir haben Cookies, Leute. Ja, Mäuse. Jetzt Cookies für 4 Euro. Ich rate die jetzt, ob sie Wort da heißt. Das ist einfach halber. Alter, ein Kuchen einfach. Das ist ja, Kuchen. Beiß mal rein, erst ist hart und dann wird es so richtig soft. Alter, wie Spekulatius. Schmeckt cool. Oh. Guckt euch das an. Ich muss noch eine Bewertung abgeben. Eine 7. Eine 7? Aha. Ich sage 8,5. Und was vergleicht das denn? Weiß ich nicht. Mit Keksen generell. Aber für Keks schon sehr gut. Aber ich habe, glaube ich, noch nicht so viel. Nein, das ist so geil. Dann gibt es so eine 9. An der Friedrichstraße gibt es so einen Cookie-Bun. Dann die Chocolate Chip Cookies, so wie richtig. Wie heißt der? Keine Ahnung. Okay, ich sag 8,5 von 10, weil, also er ist schon sehr gut, aber ich habe auch schon bessere gegessen. Und er war teuer. Geld? Er war mies teuer. Aber es ist gut, jetzt wissen wir, dass wir ihn nicht mehr machen müssen. Hallo Leute, es ist ein paar Tage später und ich bin zu Hause, wie ihr sehen könnt. Aber weil ich in dem Video irgendwie super wenig nur gekocht habe und voll wenige Rezepte gezeigt habe und es einfach nicht so... Ja, also es war schon repräsentativ für mein Leben und was ich so esse, weil so ist es halt auch oft wirklich. Und es war real, aber ich wollte euch trotzdem noch ein bisschen ein cooles Rezept zeigen, das ich gerne mache, weil es euch, glaube ich, mehr bringt. Deswegen mache ich jetzt einen Gemüseflammkuchen. Das ist super einfach, geht super schnell und das mache ich richtig gerne. Soll kurz nach 3. Ich mache das jetzt einfach zum Mittag und ja, schmeckt mir richtig gut. Ich mache einmal für mich einen Gemüseflammkuchen und dann mache ich noch einen normalen für meinen Bruder, weil der auch Hunger hat. Das wollte ich euch jetzt einfach noch an dieses Video anhängen, einfach damit ihr ein bisschen mehr Input habt. Also für den Flammkuchen braucht ihr einfach so einen Flammkuchenteig. Ich habe jetzt hier einen Dinkelteig gefunden, den habe ich genommen. Ich nehme mal fertigen Flammkuchenteig, weil ich bin zu faul, den selber zu machen und es soll ja auch schnell gehen. Dann mache ich auf meinen drauf Kürbis. Das hat natürlich in der Herbstzeit besser gepasst, aber ich finde es auch jetzt noch lecker. Eine Paprika, ein bisschen Frühlingszwiebel, eine rote Zwiebel, Feta und Creme Fraiche. Hier habe ich jetzt auch Light, aber muss ja auch nicht sein. Und ihr könnt da natürlich jedes Gemüse drauf machen, das ihr Bock habt.